Hallo und willkommen zurück zu Tales of Xillia 2. So, wir müssen jetzt in unsere Wohnung, um den Brief zu holen, der uns hinterlassen wurde. Das mache ich nämlich jetzt schnell. Stopp. Kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? Ist da was drin? Nee. Hab ich das letzte Mal schon abgeholt. Ich glaube, wir wohnen in E2. Yeah, das sieht richtig aus. Na, da liegt er ja. Die Hauptgeschichte fortsetzen. Stopp. Wenn ich das machen kann. Kann ich irgendwo... Ah ja, ich kann erstmal noch Nebengeschichten machen. Aber bevor ich dann hier mit der Hauptgeschichte weitermache, wollen wir erstmal noch die paar Nebengeschichten, die übrig sind. Sonst verpassen wir halt auch wieder verschiedene Szenen in der Hauptgeschichte, die nicht abgespielt werden, wenn wir die Nebengeschichte nicht gemacht haben. I don't know if we'll find it through normal means. Why not ask the cats to do it? They're always coming back with rare items. Okay, Milas Geschichte. Auf jeden Fall, setzen wir sofort. Maxwell's Diener, Kapitel 5. We've scoured the village tomes and oral histories, but unfortunately no definitive version of that story seems to have survived. Forgive me, Lady Mila. I have failed you. It's okay. Thanks for trying. If anything comes up, let me know. Did you need something? Hast du etwas über Mila Kresnik in Erfahrung bringen können? Ich wollte dich nur mal sehen. I just wanted to see you. Oh? You've taken an interest in me? What? Come on. Was that really necessary? But it's true, isn't it? I remember you reacted the same way. Never mind me. Shouldn't you tell Luger what you were talking to that villager about? Ah, good point. I've been pursuing several different leads, but so far none of them has led to reliable information. One thing that does ring true is that the people of Neokara are Kresnik's descendants. Hmm? According to local legend, Neokara was settled by Kresnik's descendants. That's why there's a shrine to Maxwell here, and why the people still practice old-fashioned spirit worship. If the fractured dimension Aska was telling the truth about the previous Maxwell, then the schism must have split the ancestors of Kresnik in two. With some in Olympias and some in Rizamaxia. But wouldn't such a major event have been recorded in the texts and oral histories? Good point. It would have been a major historical shift. There must be more to this story. DODA here. We've detected a new fractured dimension. The rift is near Neokara. We've sent you the coordinates. Please take care of it. I heard her say Neokara. Is it the next fractured dimension? Maybe they'll know more about Mila Kresnik in the fractured version of Neokara. Jude, you read my mind. Luger, I want to accompany you on this mission. Me too. Das ist doch jetzt unlogisch. Wir sind eben gerade abgehauen. Die wollten uns eigentlich gar nicht gehen lassen. Und jetzt machen wir ganz normal unseren Job weiter. Also ein bisschen seltsam. I have to say, Luger's GHS always seems to ring at the worst times. Hm? Now that you mention it, it does seem like someone always calls him when we're in the middle of a conversation. Yeah, it happens so often. It's enough to make me wonder if they're doing it on purpose. Hm. Das ist nicht meine Schuld. Tut mir leid, ich weiß ja, es nervt. It's not my fault. Huh? Oh, we're not blaming you. You're not the one making the calls. Yes. In this case, the fault lies with those making the calls. Usually Vera or Nova. I swear, those two need to learn to take a hint. Okay. Mila? What are you so happy about? Oh, you noticed? That's good, Jude. You can take a hint. She just wanted to try out a new idiom. I see. Okay, gut. Wen nehmen wir denn noch alles mit in die Splitterdimension?
Gaius. Ich mag Gaius. Ja, ich glaube, ich nehme Gaius mit. Gut, dann auf in die Splitterdimension. Mal schauen, ob wir da mehr rauskriegen über die Geschichte der Kresnik. Let's gather what information we can. Is that? Hey, Ivar. Look, Ivar's doing weird ivory stuff again. He's so weird. Scram, urchins. You must be the only chump in the world who still believes in the four great spirits. Maxwell and the spirits are just a fairy tale invented by grown-ups, you dummy. Ha! You've proven your own ignorance, fools. Allow me to school you. First of all, this town wouldn't even exist without the efforts of the great spirit channeler, Kresnik. Oh boy, here we go. Now he's weird and boring. Let's go. Ipso facto. Hey, get back here! Sorry to interrupt your lesson. Do you know about Kresnik, Ivar? Sir? And who exactly are you? Wir suchen jedenfalls keinen Streit, so viel steht fest. Beantworte uns erst, okay. We don't want any trouble, that's for sure. Aha! Precisely what a troublemaker would say. We're researchers interested in spirit worship. Would you consider sharing your expertise with us? Please spare no detail. You're researching spirit worship? Correct. In particular, the human named Mila Kresnik. Hmm. How could anyone researching spirit worship not know about Mila Kresnik? But I'm willing to play along, even if you are suspicious. I'll tell you, but just this once. Thanks, I've never felt so grateful. Good. Your gratitude is noted. Now, Mila Kresnik was the first human ever to summon Lord Maxwell. She was a singing handmaid and the first chief of the Kresnik clan. A singing handmaid? Huh. How strange. How dare you! Show some respect! I'm sorry. I can't believe I was just scolded by Ivar. Mila Kresnik had a wonderful singing voice. It's said she sang with such passion that even Lord Maxwell fell under her spell. So does that mean this village was founded by Mila Kresnik herself? Alas, no. She died young, before Niakara was built. The village was founded by a member of her clan. I see. You've been very helpful. Of course I have. Don't you know who I am? I am Ivar, Mila Kresnik's successor as handmaid to Lord Maxwell. Preserving and propagating the lore of Lord Maxwell is a handmaid's sworn duty. I must ensure the lore is kept without error forevermore, even if the heavens be split or the earth torn asunder. Right. Thank you. Ivar! It's back! Come quick! The Tear of the Hollowmont? That thing just won't quit! It gets worse. Apparently, two village kids were seen heading up the Hollowmont. What? Anyway, you gotta get over there. I'll be right behind you. The Terror of the Hollowmont. I've never heard of such a thing. Perhaps it's our divergence catalyst. Then we're going too. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass Ivar Mila angeschnauzt hat. Schon, glaube ich, für sie ein sehr seltsames Gefühl, aber er ist auch in dieser Welt Mila, also Maxwell, sehr untergeben und sehr treu. Ist eine wirklich treue Seele, ein komischer Mensch, ein wirklich wahnsinnig seltsamer Mensch, aber eine treue Seele. Gut, dann wollen wir mal hinterher. Oh, die zwei sind ganz schön flott. Also dieses Eis am Stiel, also bis auf, dass man Nieten und Gewinn ziehen kann und dann noch mehr Eis kriegt, hat es eigentlich keinen sonderlichen Nutzen, habe ich so das Gefühl. Also so manche Sachen in dem Spiel sind echt
nichts wert oder für nichts zu gebrauchen. Oh, das nehme ich auch noch mit, wenn ich schon gerade hier bin. Auf der anderen Seite noch was? Nee, bin einmal da durch. Ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt diesen Weg hier schon hochgestiegen bin. Die Harley-Kuppel ist immer so ein Dreh- und Angelpunkt im Spiel. Zumindest in Xylea. Also passiert relativ viel. Boah, Alter. Die sind ja fies drauf. Well done. You are quite skilled. Thank you. Was ist denn das für ein Schwert? Das hat ja keine Spitze. Sieht ein bisschen seltsam aus. Ach komm. Ja, das ist halt auch das, was ich an der Harley-Kuppel nicht mag, wenn man da hoch muss. Man kann den Gegner nicht ausweichen. Okay, das nehmen wir mit. Silbererz. Ach, ich suche das jetzt nicht alles nochmal ab. Das ist jedes Mal dasselbe Theater. Da komme ich auch nicht drum rum. Der ist so fett. Der belegt den ganzen Weg. Aber ich glaube, genau, die haben noch andere Schritte. I'll help. Oh, gleich steigen wir wieder ein Level auf. Dann sind wir bei 89, dann fehlen nur noch 11 Level und dann bin ich bei 100, beziehungsweise ich glaube, man kann 100 gar nicht erreichen. Ich glaube, es geht nur bis 99. Ja, dann nehmen wir doch jetzt noch einen mit. Hm? Ich glaube, die Fliege... Viecher sind mehr. Okay, habe ich überall dasselbe. How uneventful. Yeah. I've grown. Now I have the. We have no limits. Ah, ich muss vielleicht demnächst auch mal wieder ein bisschen umstellen, obwohl jetzt so auf die letzten Meter lohnt es sich sowieso nicht mehr. Da noch was groß zu verhexen. Und ich komme mir relativ gut klar mit allem. Jetzt bin ich in die falsche Richtung gelaufen, weil wir müssen eh dahinter. So, ich weiß nicht, wie stark der Gegner verdammt sein wird. On guard! Remember to carve your own path. Yeah, nothing will stand in my way. Cool. Ich muss unbedingt mal ein paar andere Pärchen zusammen kämpfen lassen, um mal den ganzen Spaß zu sehen. Weil ich habe zum Beispiel auch viel zu selten. Wie heißt er? Alvin und so habe ich viel zu selten im Team. Was ist denn das für ein Schrecken? Achso, das ist dieser komische Hello there. Oder? Nee, doch nicht.
No need to cry. I will save you. Trust me, as handmaid to Lord Maxwell, it is my duty to protect you. You fools! Why would you come here? Look out! Aren't those the four great spirits? Well done. We'll take it from here, Ivor. Ready? Sowas von bereit. Was ist denn das? Okay, stopp. Let's end this. Mila! Shining Stinger! Now! Let's die! Ich glaube, das wird eine schnelle Sache. Now's our chance. Ach ja, der ist ja relativ easy. Alter. So. Verbundene Artis. Okay. Ach hier, hier ist es alles. Da ist es auch fast alles. Look out! Chakra Circle! We saved them. But I'm getting stronger. I must become stronger. Wait, hold on. Is it really you? I'm sorry. I did not mean to deceive you. It is! Lord Maxwell! Forgive my insolence, my lord! Please, allow me to serve at your side from now on! I beg of you! No. I'm sorry, but we won't meet again. Ich glaube, dass Mila Ivor schon auf eine gewisse Art und Weise ins Herz geschlossen hat. Alles in Ordnung. Es tut mir leid. Ich muss das tun. I'm sorry. I had to do it. It's okay. I understand. I understand, but I don't feel good about it. I wonder how many more times we'll have to go through with this. Are you having second thoughts? Understanding it and accepting it are two very different things. I'm sure you feel the same, Luger. Don't take it all upon yourself. Jude, that's so like you. Anyway, it's obvious that something soured the relationship between Mila Kresnik and my predecessor. I just wish we could ask the previous Maxwell directly, but I suppose that's easier said than done. Humans say they never appreciate their parents until they're gone. I'm beginning to see their point. I'm not so sure that applies here. Ich glaube auch nicht, dass es ungefähr dasselbe ist, weil eigentlich so viel haben Maxwell, also Mila und der Luger, vorherige Maxwell. When my Maxwell dumplings go up for sale, you can use the proceeds to pay down your debt. Who's going to make them, you ask? Why, you are, of course. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach ja, Maxwell hat Mila ja eigentlich nur als Tarnung erschaffen. Und ich würde mal sagen, die haben sich vielleicht, wenn es hochkommt, 2-3 Mal gesehen, maximal. Ich glaube also eher weniger, dass man das Kind-Eltern-Beziehung, was auch immer, nennen kann. Hier ist nichts. Nope. Drillin nochmal. Oh, nee. Was kommt da jetzt? Wahrscheinlich nur mal Jude, würde ich behaupten, hm?
Oh, nee. You see. Oh my. Something smells incredible. Okay, aber you ich werde hier... You changed a bit. Ja, ich werde jetzt hier trotzdem erst nochmal einen Cut machen. Ich denke, das reicht jetzt für den Part. Und dann machen wir das nächste Mal Musics Geschichte und dann geht's eigentlich auch schon mit der Hauptstory weiter. Und ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel wir jetzt haben, aber es dürfte gar nicht mehr so lange gehen. Alles klar, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, tschüssi!